Heroin. 9 Jahre. Yeah. Spanien. Madrid. Ich erreichte Madrid mit meinem Porsche 911. So eine rote Hornisse hatte ich mir von der Gage gekauft, von dem Film, den ich gerade anfing. Kapite? So, im Voraus schon auf Wechsel. Yeah. Meine Mutter hat immer gesagt, unterschreibe nie einen Wechsel. Naja. Und dann? Ich war also in Madrid, drehte da einen Film. Und die Hauptrolle mit einer spanischen Schlagersängerin, die damals den Eurovision Grand Prix de la Chanson gewonnen hatte. La, 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 la. So ging das Lied. Und die Dreharbeiten dauerten sehr lange in Madrid, 14 Stunden, 40 Grad, 40 Hemden an einem Tag vor der Kamera, nach 10 Minuten war es durchgeschwätzt. Und fahre mit meinem Dolmetscher, mein Coach, ein Spanier, der damals in der Band Los Bravos mal so ein Rock'n'Roll-Schlagzeuger war. Schnupfen, nichts weiter, Kinder. Yeah. Und die Nacht war dunkel. Aber wir mussten ja noch rüberfahren zum nächsten Drehort. 300 Kilometer, das ganze Team in Autos. Und ich fahre durch eine Linkskurve. Plötzlich in der Mitte der Kurve ein Eselskarren ohne Rücklicht. Yeah, yeah. Und ich versuche dem auszuweichen, gerade dabei auf den Randstreifen mit Holzsplit. Holzsplit. Wie Glatteis. Der Effekt. Three times. Pirouette. Der Porsche. Der Motor lag im Graben. Und mein Dolmetscher sah so aus, als läge er im Sterben, weil der Kopf war so nach hinten. Er hatte so, es war ein Targa, Porsche Targa, das Dach war auf. Man konnte so in die Sterne gucken während der Fahrt. Oh, Schreck. Ich hörte schon das Benzin rieseln hinten raus aus dem Tank. Explosion. Der Gedanke.
Die Tür ging nicht auf, war verkantet. Ich rüber über Ricardo de Heredia, mein Coach. Und kam aus dem Auto raus, aber war völlig verbogen irgendwo. Irgendwo stimmte die Belletristik nicht mehr. Die Statik war irgendwie gusch, gasch. Naja, und dann... Und die Schmerzen gingen aber nicht weg, die ich da irgendwie hatte. Ich habe das auch nicht ausgehalten. Und plötzlich kam ich nach Berlin zurück und hatte einen Hexenschuss, aber eine ganz besondere Art. So schwer. Die Feuerwehr brachte mich ins Krankenhaus. Ich bekam zwei Morphiumspritzen, so eine Pferdedinger. Da ging der Schmerz ein bisschen weg. Ich kam nach Hause. Mein Untermieter hatte eine große Wohnung in Berlin, Sonnenallee. Ja, geile Gegend. An jeder Ecke eine Kneipe. Ja. Gegenüber dem Fußballplatz. Genau drüber, über dem vierten Stock. Ja. Wow, die Flugzeuge, hast du schon mal irgendwie gesehen? Wie sie die Reifen rausfuhren, die ne? Zur Landung. Okay, und dann ich kriech da so rein in die Wohnung und da sitzen ein paar Jungs und Bob Dylan zur Gitarre. Like a Rolling Stone, ja. Und mein Freund sagt, hey man, wie siehst du denn aus? Siehst du aus wie so ein abgeknicktes Fragezeichen. Ich sage, ja, das und das, was hier, aha. Und der reicht mir so einen kleinen, so ein Puder, ne? So einen kleinen Sneef. Ich dachte, es wäre so, naja, weiß auch nicht was. Nehmen das rein und boom, 2 Minuten später, aus dieser Erstarrung, aus dieser schrägen, aus dieser verbogenen Stellung, ja, schmerzhaft. Plötzlich schmerzlos bewege mich wie aus Gummi. Aha. Naja, dann hat das irgendwie ein paar Jahre gedauert. Und, was hatte ich denn da mal für eine schöne Geschichte? Das sind so viele. Oh, 2 Jahre Knast auch noch. Aber es war im Gefängnis auch ganz erlebnisreich. Man kommt zur Besinnung, Freunde. Man merkt, wie gut man es eigentlich hat. So, ne? Das vergisst man ja. Man denkt, es geht einem schlecht. Ja? Wir haben zu essen immer. Ja? Wir müssen nie hungern. Ne? Wir haben auch was anzuziehen für den Sommer. Ja? Für den Winter, wenn es kalt ist. Yeah. Also, immer schön wach sein und sich daran erinnern, wie gut es einem eigentlich geht, weil Millionen von Schwestern und Brüdern, ja, die nur hungern und im Elend sich wälzen. Ja, Freunde, das vergessen wir. Das vergessen wir. Und das ist auch der Weltschmerz. Mich haben sie mal gefragt, und sie mal, Zacha, sind Sie ein glücklicher Mensch? Ich sage ja eigentlich schon, aber das, was ist manchmal so mich erdrückt. Okay.
9 Jahre hat es gedauert. Yeah. Nachts durch Berlin. Schnee, viel Schnee. Chevrolet Impala, Baujahr 1964. Meine Freundin Geli wartet im Betonbunker in so einem Apartment und ich besorg ein Gramm oder zwei auf der Szene, was sehr gefährlich ist. Meine Connection alle nicht zu erreichen oder sie haben nichts. Fahrt zur Szene. Kauf von einem auf der Straße was. Steig gar nicht aus, sitze in meinem goldenen amerikanischen Schlitten. Und die Bullen beobachten mich schon, die Zivilen von Weitem. Ich fahre, schlingere über den Kurfürstendamm, halben Meter Schnee. Und nehme den Sneef und die Bullen nähern sich. Und ich nehme noch einen. Und sage Geli, I'm sorry baby, aber ich muss den Rest und schmeiß den Rest aus dem Fenster mit dem Briefchen geöffnet vor die Scheibenwischer der Kriminalbeamten. Naja, ich meine. Und dann haben sie mich gestoppt und ich dachte, ja Freunde, ich hab nichts. Yeah. Yeah. Aber sagen wir mal so, man kann die Momente des Süchtigseins, die kann man auch genießen, ja. Weil die meisten Menschen, die sagen, wenn sie irgendwie eine Sucht überwunden haben, sagen, ja, und das war ja so schrecklich. Natürlich war es schrecklich, aber auch gut. Yeah, yeah. Because when you're deep in the shit, man, you're just watching the sun again, much better, you know, and feel happy. Okay, wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald.